Beziehungsweise ein paar Kisten. Fuck. Na egal. Ist okay, ist okay. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal die Kiste. Dass ich hier hinten keine so wirklich bekommen habe, kotzt mich ein bisschen an. Machen wir es halt so. Und dann haben wir da gefühlt auch, na, nicht wirklich viel Zeit gespart, aber ein bisschen. Solange wir ein bisschen Zeit ersparen, das immer kriegen. Das ist jetzt eigentlich okay. Zack, da boosten wir doch nochmal. Dann holen wir uns jetzt hier die Dreierkiste ab, die Einser. Also ein paar Kisten werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Dann hole ich mir jetzt die beiden Einser hier. Oh, letzte Runde. Geht auch aus dem Blickwinkel. Nichtsdestotrotz, die Kisten sind halt alle so gestellt, dass man die eigentlich alle im Drift holen kann. Zack. Nur ich bin halt zu kacke dazu. Zack. So, damit haben wir auch ein paar. Dass wir die hier natürlich nicht bekommen, ist natürlich jetzt unlucky. Ansonsten hätte ich, glaube ich, alle sogar bekommen. Also Luftbahn ist eigentlich eine Strecke, wo man halt ganz entspannt alle Kisten hier holen kann. So, dann holen wir uns den noch. Keine Ahnung, was hier die Zeit ist. Eine 1,45, eine 1... Ach, fuck, Mann. Okay, nur können wir neu starten. Ach, scheiße. Ich weiß es nicht, was man da für eine Zeit braucht. Ich denke mal 1,35 und ich denke mal, das hätten wir auch gekriegt. Das ist natürlich jetzt unlucky und ein bisschen wasted time, aber hey. Ist denn halt nur so. Das ist passiert. So, einmal die zweite Kiste. Dann holen wir uns gleich die alle. Ah, fuck, man. Nicht bekommen, die Kiste. Das heißt, eine wird uns wahrscheinlich am Ende fehlen. Aber nun gut, ist denn halt nun mal so. Weil beide bekomme ich definitiv nicht. Hier holen wir uns schon mal die beiden. Falls wir eine verpassen sollten, dass es nicht ganz so weh tut. So, da wir von hier anfahren. So, dann holen wir uns gleich die drei hier komplett. Na gut, die zwei ist drauf geschissen. Kann ich auch beim nächsten Mal holen. Die Einser. Ah, die Kurve sind wir auf jeden Fall schon mal besser rausgekommen, das ist schon mal gut. Die zwei holen wir uns später. So, zack. Ich bin mal gespannt, wie ich mich hier halt schlage. Keine Ahnung, 2,35, 2,45. Ah, die Einser holen wir uns später. Da habe ich ehrlich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Gerade an die. So, und diesmal holen wir uns die. Zack, zack. Ach, fuck, man. Zwei ja schön drüber gesprungen, aber ist okay. Die Zeit können wir auf jeden Fall... Oder haben wir uns auf jeden Fall gut erarbeiten können. Beim nächsten Mal halt dann nur links nochmal langfahren und die restlichen Zeitkisten holen und dann passt es. Das ist natürlich unlucky, dass wir die Dingens nicht bekommen haben. Im Sprung da. Aber gut, egal. So, hier nicht springen, dass wir hier ganz entspannt die Zweierkiste noch holen können. Ups. So, und damit sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon besser in der Zeit liege oder nicht. Es kann aber durchaus möglich sein, dass wir hier gerade besser in der Zeit liegen. Ich habe es halt nicht auf dem Schirm. So, hier einmal
außen lang und hier einmal mittig oder außen? Oh, scheiße, ich weiß es nicht. Die Außenkiste gefehlt. Und hier müssen wir auch außen bleiben. Nee, gar nicht. Sogar innen. Das war knapp. So, das war noch echt gut. Das war top, dass wir die zweite Kiste dann bekommen haben. Da muss ich... Ach Mann, Alter, dass ich den Booster canceln musste. Das war auch schon hier ein bisschen... Ah ja. So, nehmen wir den Booster noch mit. Zack. Was? Nein! Oh Mann, Alter, genau in die falsche Richtung gedriftet. Das könnte ultra knapp werden. Also eine 2,35 schaffen wir. Ich habe aber so das Gefühl, dass es eine 2,30 sein muss. 2,34. Hui. Beim zweiten Anlauf. Beim ersten Anlauf hätten wir es auch geschafft. Weil, ja, da wären... Ja, doch. Da wäre ich wahrscheinlich bei einer 32 oder sowas reingekommen ins Ziel. Aber ich musste ja runterfallen. Und mit ihm runterfallen hätte ich die Zeit definitiv nicht geknackt. Aber so... Easy going. Und da seht ihr auch, ich kann auch Goldrelikte on-screen holen, also während der Aufnahme. Auch wenn es halt ein bisschen schwer ist, weil die Konzentration gesplittet ist. Du musst fahren, du musst lenken, ne? Einmal visuell, mechanisch und dennoch sprachlich. So, nichtsdestotrotz haben wir dann schon mal Luftbahn fertig. Sliden einmal hier runter. Sliden hier runter. Nee, komm, wir fahren erstmal hier geradeaus hin und holen uns dann erstmal die Oxid Station, bevor wir die beiden unten machen. Im Endeffekt ist es egal, was man als erstes holt, aber gut, Oxid Station war jetzt nochmal oben. Und dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir die anderen beiden noch relativ gut durchbekommen, Zitadellenstadt fertig. Dann werde ich wahrscheinlich das erste Relikt holen. Aus der Oxid Overworld, sag ich jetzt mal. Von der Turmbahn oder Rutschbahn. Ich weiß jetzt nicht, welches als erstes freigeschalten wird. Oh, Oxid Station. Hier habe ich überhaupt keinen Plan mehr, wo die Dingens waren. Wo waren hier nochmal die ganzen Buchstaben? Ich bin der Meinung, dass einer mega ekelhaft versteckt war. Hinter so eine Kurve. So, zack. Da haben wir schon mal das C. C haben wir schon mal. Zack. Ich glaube, einer ist hinten wieder. Okay, eigentlich bin ich rübergesprungen, aber hey. Ein Buchstabe müsste jetzt hier kommen. Nein, fuck. Einer müsste hier irgendwo kommen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, okay, aber wenn es beide sind, gut, da darf ich halt nicht springen. Dann passt's. Die Maske, die Wahl, die halt behalte ich. Warte ich noch ein bisschen mit. Wir holen uns jetzt erstmal hier 10 Früchte. Genau. Okay, dann darf ich bei den beiden Boostern halt nicht springen. Dann passt. Wir müssen eigentlich ehrlich gesagt nur dranbleiben, dass wir halt die Maske halt zünden können. Zum Vorbeifahren, sofern ich dann halt beide, die letzten beiden Buchstaben habe, das Tier und das Ehe, dann passt's. Dingodile. Hau ab. Zack. Ach komm schon, Mann. Ist trotzdem noch okay. Wie gesagt, wir müssen halt nur dranbleiben. Ach komm schon, wieder krieg ich so eine Dinge in den Rücken. So viel dazu mit dem Dranbleiben. Ach nee. Aber nun gut, wir sind halt soweit. Gleich soweit. So, relativ mittig bleiben. Ich hoffe mal, dass ich beide Buchstaben jetzt bekomme. So, da haben wir das T. Und hier war noch irgendwo das E. Ja, da bin ich schön dran vorbeigeflogen. Na so, mal schauen. Ich hoffe mal, dass ich das E jetzt am Ende bekomme. Wäre natürlich top.
Wenn ich mir hier viel... Nee, die geht daneben. Das habe ich schon im Ansatz gesehen. Also das E haben es echt da richtig kacke platziert. Ich weiß nicht, ob ich es gekriegt hätte. Also springen, ich glaube nicht, dass ich da springen muss. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Weil ich habe keinen Bock, die Oxid Station nochmal zu fahren. Weil die ist halt schon echt lang. Das muss man mal dazu sagen. Zack. Die Kurven hier kann man... Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Aber die Kurven kann man jetzt im Remaster 1000-mal besser fahren. Als im Originalteil. Weil die halt nicht so... Die sind halt schön rund, nicht so eckig. Nicht so kantig. Doch, da ist das. Ja. Yeah. Okay, also habe ich mich doch nicht verguckt. Also ist es wirklich noch an den Standardplatz. Jawohl, da ist er. Sehr schön. Gerade so rangekommen. Und mit der Kugel haben wir uns auf jeden Fall den ersten Platz hier verdient. Holy shit, das war natürlich nochmal knapp. Das war natürlich ein ultra knapp. Aber gut, egal. Hier klauen wir eben kurz mal die beiden Kisten. Da holen wir uns eine Flasche. Es sind jetzt so viele Kurven, dass man eigentlich keine Rakete hier abfeuern kann. Und da holen wir uns nochmal gerade so den Sieg. In letzter Sekunde, in der letzten Runde, holen wir uns das eher ganz, ganz knapp mit der Nasenspitze. Da würde ich nur sagen, oi. Und was ich halt wirklich am Überlegen bin, vielleicht doch ein neues Mikrofon. Aber erst eine neue Grafikkarte. Erst eine neue Grafikkarte, dann ein neues Mikrofon. Vielleicht. Also noch ist das Rode NT-USB, so rum. Noch recht geil. Aber ich glaube, mit einem Procast, mit einem kleinen Audio-Interface, mit so einem Behringer, wie auch immer, hört sich es halt trotzdem nochmal geil an. Na komm. Und dann passt es auch. So, und dann auf geht's zum Relikt. Oxid Station Relikt. Ekelhaft, sag ich da nur. Aber nun gut. Auf geht's. Wir müssen es machen, um die 101% zu bekommen. Wir müssen es auf 100, auf Gold schaffen. Aber ich glaube, dass es relativ human gesetzt war, die Zeit. Die Sache ist halt die, ich habe keine Ahnung mehr, wie human die Zeit war. Nun gut. Zack. Zum Anfang ist es natürlich relativ geil, hier so viel Kisten wie möglich mitzunehmen. Weil die doch relativ gut stehen. Man muss halt bloß ein bisschen aufpassen, weil die auch teilweise echt behindert stehen, so wie die jetzt beide. Zack. Noch ein bisschen weiter auslaufen. So, und dann an der nächsten Runde in eine etwas andere Linie fahren. Passt das. Hier einmal runterfallen. Die Dreierkiste, die Zwei- und Dreierkiste mit denen passt. Hier einfach normal droppen. Na, ganz rechts wäre natürlich geiler gewesen. Hier droppen wir nur normal. Okay. Okay, das war damals anders. Okay, und da kann ich dann auch ganz normal runterspringen. Okay. Nun gut, dann kann ich da auf jeden Fall ganz easy entspannt runterspringen. Dann passt es. Die anderen Kisten lasse ich da mal.